Aufnahme stoppen. Ja, hallo zusammen. Mal gucken, ob ich so einen blöden Schlüssel dabei habe. Was war eine schöne Begrüßung. Wir gucken es mal. Ja, dann mach auf die Scheiße. Ich glaube, da sind wir irgendwie schon mal hops gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist so. Komm, haut ab. Also. Bisschen mehr Dampf auf die. So, der ist Geschichte. Mal gucken, wie wir da diesmal durchkommen. Ich glaube, ich bin hier schon mal bei Hops gegangen, bei der Nummer. Und dann bin ich nicht wieder reingegangen, weil man die, glaube ich, nur einmal am Tag öffnen kann. Hatte mir auch ein lieber Zuschauer geschrieben. Ich weiß gar nicht genau, war das Magic? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendjemand schrieb mir halt, ey, mehr als einmal ist nicht. Am Tag zumindest nicht. Nee, das war... Habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Wie heißt er denn noch? Oh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Habe ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr gelesen. Jedenfalls, ja. Wurde mir damit geteilt, dass man da nur einmal am Tag rein kann. Was nicht schön ist. So. Und wahrscheinlich werden sie uns ihn hier erst recht spät präsentieren. Ich sehe da schon kaum. Bei meinem Glück müssen wir da durchs halbe Labyrinth durch. Kiste. Kiste. Hau ab. Was willst du denn von mir? Huch, ich bin jetzt einfach irgendwo durchgegangen, weiß ich gar nicht. Oh ja, hier bin ich hops gegangen, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, weil das hier so eng war und ich nirgendwo hin konnte. Nicht nett. Nein, nein, nein. Ja, ja, ihr kommt mal hier alle an. Fall ein Bossiger dabei, sehr schön. Der auch hier gut Gift oder was immer das für einen Schaden rausrotzt. Heldenmonster tot, finde ich in Ordnung. Beschädigte Klaue nehme ich mit. Epischer Ring nehme ich auch mit. So viel Platz sollten wir haben. Das war klar, dass das nicht mehr geht. Ja, ja, ist ja gut. Ganz den Scheiß mal lassen, erst festhackern und dann mit irgendeinem Rotz beschießen. So. Ja, ja, ist klar. Ist gut. Ist ja gut. Aua. Schnell aus der Reichweite von den Arschlöchern weg. So, Geschichte. Brillant ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Das auch nicht. Oh Mann, ich habe nicht die Zeit, das heute alles aufzunehmen. Das ist mein echtes Problem. Eigentlich will ich nur das Arschloch töten und hier weg.
so war eigentlich der ursprüngliche Plan. Ja, ihr könnt das ja, ihr seid toll. So, da geht's nicht weiter, also kann ich nur noch unten. Ich erinnere mich, dass ich beim letzten Mal auch selten dämlich gestorben bin. Hey, entspannt euch. So. Dann geht's hier weiter. Irgendwie. Ach, Jungs. Raus aus dem Gewusel, besser ist das. Lass das. Hey, komm, lass mich da raus. So mittendrin stehen ist jetzt nicht so meine Baustelle. Da ist ein Boss dahinter. Aber nicht der Boss, den wir suchen. So, es geht. Aber wenn ich es richtig sehe, ne, hier geht es auch weiter. Erstmal, wenn wir ihn hier oder die hier auseinandernehmen. So, ihr hört es wahrscheinlich oder möglicherweise im Hintergrund. Mein Handy vibriert auch gerade in einer Tour. Sehr unpassend, immer wenn man noch aufnehmen ist. Ich hab's ja dann eben halt im Normalfall aus. Das halte ich für am sinnvollsten. Beziehungsweise nur auf Vibration. Macht ihr das? Kriegt ihr das geschissen? Ja, kriegt ihr geschissen, das ist gut. Erlöserschutz des Ebers. Na super. Ein Gürtel mit plus Kälteschaden können wir genau gebrauchen, nämlich gar nicht. So, dann geht's hier mal weiter. Ey, entspannt euch, Jungs. Ernsthaft. Entspannt euch. Wieso kommt ihr jetzt von da oben auch durch? Die ganze Zeit war das nicht so. Alter Schwede. Gibt es aber ganz schön Backenfutter. Nett war das jetzt nicht. Ja. Lass den Scheiß doch mal. Ernsthaft. Und natürlich ist das Ziel immer noch nicht auf der Map zu sehen. Das heißt, wir können uns hier wahrscheinlich echt durchprügeln. Und mein Problem ist die Zeit, die ich nicht mehr so unendlich viel habe, weil ich, kann ich da jetzt, wartet mal, da geht's nicht weiter, wenn ich, nee, da geht's nicht weiter, da unten dürfte es aber auch nicht weitergehen, nein, hier geht's auch nicht weiter. Tag, die Herren. Ich gehe mal hier hin. Oh, ein Boss. Warum überrascht mich das nicht? Haut ihm aufs Maul. Oh, oh, nicht so schlau. Ich hab's gewusst. Nicht, dass es nicht so schlau war. Gehen wir mal lieber auf die andere Seite.
So. Dann, ja, geht's wohl hier irgendwie weiter. Ach. Haut das Pack da einfach weg, ey. So, da kommen die nächsten. Ach ja, komm ran hier. So. Ja, lieber Rogue, falls du dieses Video auch schaust, mir ist durchaus bewusst, dass dieses eine Dungeon, was ich an der Folge von vorgestern, glaube ich, war es, gemacht habe, mit das Einfachste ist. Aber ich wollte mich einfach mal wie ein Held fühlen. Weil das war echt so, ich meine ganz ehrlich, hier ist es nicht so viel anders. Das ist so, ist jetzt auch ja kein, glaube ich, zumindest keins von den Special Dungeons. Das hier finde ich jetzt auch nicht so schwierig. Und die du genannt hast, habe ich ja alle schon mal gespielt auf niedrigeren, bis auf die aus Forgotten Gods. Und das ist mal wieder ein Boss. Da weiß ich auch, dass sie schwieriger waren als das von gestern, beziehungsweise den letzten Tagen, von den letzten Aufnahmen. Und ja, dass das nicht vergleichbar ist, weiß ich auch. Aber ich wollte mich einfach mal wieder wie ein Held fühlen. Man muss ja sagen, soweit klappt das ja mit all den Linien ganz gut. Bis hierhin. Und mir ist auch klar, dass spätestens in Grim Dawn die Sache schon, in Ashes of Melmus die Sache schon wieder völlig anders aussehen wird. Aber aktuell läuft es halt ganz gut. Ja, ja, ja. Was ist das? Aha. Epischer Einhand-Fernkampf. Ja, das ist ja toll. Mit Pistolen werft ihr mich tot, ne? Ach, Mann. Lebensessenz nehmen wir. So, Blick auf die Map. Ja, keine Ahnung. Hallöchen. Ach komm, Jungs, ihr müsst doch nicht gleich so nervig sein, echt nicht. Falls ihr euch fragt, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, falls ihr euch fragt, warum ich so viel liegen lasse, ich bin voll und ich habe auch keinen Platz mehr in den Truhen. Und es nervt mich auch gerade ein bisschen, weil ich müsste verkaufen aus den Truhen. In den Truhen habe ich aber ganz viele Sachen, die ich eigentlich eher tendenziell nicht verkauft hätte oder ungern verkaufe. Da muss ich halt also erstmal aussortieren. Das dauert und Zeit ist gerade ein Faktor, der bei mir ganz, ganz blöd ist. Also versuche ich mich jetzt gerade hier so durchzuhangeln und abzuwägen, was ist gut, was ist weniger gut. Und entsprechend dann Sachen, die ich für weniger gut befinde, eben halt wegzuschmeißen. Heldenmonster, na siehst du wohl. Oh, was Lilanes. Okay. Handschuhe, 1109, Ätherschaden. Energie, Zaubergeschwindigkeit, plus 2. Was war das eben? Geisternte. Und was war Geisternte? War das einer meiner Angriffe? Ja. Nun gut. Ja, die sollte ich auf jeden Fall nehmen. Ach ja, so langsam sicher wird es interessant. Ach, hier ist ein Schild, das kein Mensch braucht. So. Was habe ich dann auf den alten Handschuhen drauf? Gut, 10% für die da. Ich
glaube, die kann ich nehmen. Ich glaube, das macht Sinn, macht Sinn. Und deshalb tue ich das jetzt einfach mal. La 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 la. Mal gucken. So. Okay, die Zeit ist schon wieder rum und ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Keine Ahnung. Ich schau mal, also abbrechen möchte ich eigentlich ungern, aber wir müssen auf jeden Fall nach rechts rüber. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann.